So, liebe Leute, willkommen zurück hier zum zweiten Teil des Let's Plays. Ist der gleiche Stand, wie wir gerade aufgehört haben. Und ich würde sagen, wir machen die Zeit mal wieder vorwärts. Und dann schauen wir, dass wir heute mal ein bisschen das Netz ausbauen und hier Punkte kriegen. Wir haben auch schon wieder 7 Punkte zum Ausgeben. Schauen wir mal, was wir so Tolles haben. One-Time Freight Contracts. Die sind echt ein bisschen tricky, kriegt man auch mehr Punkte. Aber die bleiben dann recht lange stehen und tun das Gleis blockieren. Also Vorsicht mit dem Coachyard, brauchen wir jetzt noch nicht. Intercity ist auch noch nicht. Auto Sickness, nee. Aber Auto Reverse, da brauchen wir aber einen Frachtpunkt. Sprich, wir brauchen dann doch wieder One-Time Freight Contracts. Müssen wir den doch mal machen. Müssen wir nur... Oh, der will weiterfahren. Ja, die Zeit läuft weiter im Hintergrund. Wie wir das am schlausten machen, ohne dass man den eigentlichen Frachtzug da in die Quere kommt. So. Passt. Auto Accept. Hier tun wir schon mal umstellen. Dann laufen, umdrehen, freigeben. Freigeben. So, und der nächste sollte dann jetzt auch gleich mal kommen. Mal ein bisschen schneller. Ja, ich nehme das auch gerade direkt nach der ersten Folge auf. Sprich, auf Feedback bin ich zum Beispiel so, ah, mach das Layer doch anders, etc. Kann ich noch nicht eingehen. Aber so wie ich es dann lese, weiß dann natürlich sofort umsetzen. So, Commuter. Der lassen wir da gerade wieder durchfahren. Währenddessen schauen wir mal kurz in die Verträge rein. Löschen wir mal das, was wir eh nicht annehmen können. Da kriegen wir de facto kein Geld. 5000. Der könnte jetzt noch interessant sein. Aber da müssen wir auf 9.40 Uhr mindestens warten. Bis wir da einen Slot haben. So, den tun wir jetzt auch gerade mal umdrehen. Gehen wir schon wieder frei. Da kommt der nächste, den gehen wir auch mal frei. Und da kommt danach gleich schon wieder der Frachtzug. Aber wisst ihr was? Ich lasse es mal bewusst jetzt hier falsch. Da seht ihr mal, was passiert, wenn er da drüber fährt. Da gibt es nämlich Strafe. So. Genau, Run-Through 500. Das tut dann schon weh. Also es wird halt direkt abzu. So. Den auch einmal umdrehen lassen. So, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um den Vertrag anzunehmen mit 5000. Ich würde sagen, den machen wir. Wir kriegen zwar eh keine 5000. Weil wir zu langsam sind, aber ist halt nichts. Ah, den müssen wir noch da durchlassen. So, da. Kommt auch oben schon wieder der Frachtzug. Lassen wir jetzt auch gerade schon mal durch. Stellen hier wieder um. Lassen den einfahren, du fährst hier runter und die lassen wir dann auch schon mal fahren. Hier wieder richtig umstellen. Ah, jetzt habe ich hier den nicht umdreht. Jetzt habt ihr es gerade gesehen. Ist er bis zum roten Signal gefahren und kommt da nicht weiter. Da kriegen wir jetzt garantiert eine Strafe, weil er jetzt nicht mehr pünktlich ist. So. Haben wir wieder 7 Punkte. Wo gehen wir denn die hin? Interface.
At the current next station, das ist gut, das nehmen wir mal. Haben wir noch 4. All of your camera can be focused on the train from the... Na, das machen wir nicht. Ansonsten haben wir da jetzt nicht wirklich was Sinnvolles mit 3. Nö. Gut. Den dürfen wir jetzt wieder... Ah, na. Zuerst umstellen hier. Er darf doch nie wieder hier reinfahren. Schauen wir so ein... Ah, da haben wir ja schon so ein One-Time-Freight-Ding. Derweil von Eastmark nach Benning und dann wieder nach Riverdale fahren. Und da sitzt er gerade in Benning, bleibt er sehr lange stehen. Und in Riverdale bleibt er auch nochmal lang stehen. In Benning könnte man theoretisch auf Plattform 3, ja, wollen wir, Plattform 3 reinlassen. Und in Riverdale braucht man, naja, bleibt er nur eine Minute stehen. Gut, aber da braucht man trotzdem jetzt irgendwie die Verbindung, dass er von da oben nach Benning runterkommt, aufs Gleis 3. Ja, von hier lasst du mich nicht rausbauen. Kann ich denn hier so... Na, das geht nicht. Was ist, wenn ich das Signal... Ach so, warte mal, das kann ich nicht machen, weil der Fahrweg schon freigegeben ist. Jetzt machen. Es geht. Okay, dann hätte ich gern hier ein Signal. Das ist aber doof. Warte mal, bis der mal ein bisschen gefahren ist. Gehen wir das mal hier kurz frei. Und wenn der da reinfährt, lassen wir den da oben losfahren. Machen wir das gerade mal. So, jetzt nehme ich den Auftrag an. Freight. East Market. Plattform 1. Und gebe den schon mal grünes Licht. Weil der soll hier durch sein, bevor der wieder raus will. So, und jetzt machen wir den. Gut, und dann kann der dann mal eine ganze Langeweile stehen bleiben da drin. Wir haben wieder 5 Punkte. Ich würde sagen, mein Autosignal ist Upgrade. Wir könnten theoretisch jetzt da, wenn wir so rechtsklick auf Signal machen, Upgrade der Autosignal. Das kostet 8000. Das ist teuer. Machen wir jetzt gerade hier mal. Aber echt wenig Geld. So, dann lassen, also den müssen wir jetzt gerade noch wenden. Bin schneller hier. So, was seht ihr, jetzt kann ich gerade nichts auswählen, weil es blockiert ist. Und hier ist braun vor dem Signal. Und dann kann ich ihn da hinschicken. Er nimmt dann natürlich da den schnellsten Weg. Sprich, wir müssten eigentlich dann hier wieder ein Signal machen. Dann könnte man sagen, er soll hier hinfahren. Werden wir dann auch machen, wenn wir Geld haben. So, und den, also mit Annie, ne, wir können den jetzt überall hinschicken. Oder hätten hinschicken können bei Beginning. Und jetzt bis 10, 51 bleibt er da erstmal stehen, also eine ganze Weile. Dann wie wir den hier. Minute. Also den können wir erstmal ignorieren. Der blockiert uns halt einfach da das Gleis. Södele. Da kommt der nächste Computer. Von dahin und von dahin dahin. Theoretisch hätte man jetzt auch das hier machen können. Direkt auf die 2. Dann macht er jetzt die automatische Route. Das geht halt nach da unten. Weil eben da kein Signal dazwischen ist quasi. Aber nachdem ich das so nicht haben will, sage ich ihm da so und gebe das hier so frei. Ich will, dass der da oben fährt. So.
Man kann es später dann auch wie Staffeln, dass man Signale hintereinander anklickelt und dann so die Fahrstraße macht. Kann ich euch dann in einer Timetable-Szenario mal zeigen, da kann man das machen. Und dann ist es natürlich gleich viel praktischer, man kann oder auch für mehrere Züge dann gleich schon mal vorgeben. So, du musst einmal umdrehen und du willst dann hier hin und willst dann dahin. Noch können wir es so machen, nachdem jetzt noch nicht so viel Verkehr ist. Lass mal hier ein bisschen vorspulen. Ja, jetzt müssen wir einfach nur ein bisschen Geld hier verdienen. So, Fracht, du bist hier oben. So, dem jetzt mal wieder wenden. Und den mal hier hin. Und dich schicken wir dann gleich hier unten hin. Sobald der Bereich frei ist, ja, wunderbar. Dann einmal so. Dann sollte das passen. Perfekt. Ja, muss man mögen, so ein Spiel. Ich mag's, deswegen spiele ich's auch. Aber ich bin mal gespannt, was dann so alles reinkommt. Und vor allem, es gibt ja schon Screenshots, das kann ja richtig komplex hier werden. Das ist ja noch gar nichts, das hier. So, ich gebe ihm das aber hier auch schon mal frei. Gebe ich ihm vielleicht nicht. Ich mache die Fahrstraße bis dahin, weil dann kann der nur noch von unten gehen. Gibt es ihm so frei. So. Hier wieder um. Nice. So. Schauen wir mal für die Verträge. Irgendwas, wo es woanders hingeht. Anacosta. Riverdale nach Anacosta. Da könnte man theoretisch die Verbindung machen. Dann machen wir mal das hier. Von der Strecke. Also, das ist halt echt sehr, sehr teuer. Dann hier so rauf. Wo könnte man noch fahren? Ja. Müssen wir warten, bis der hier weg ist. Wir müssen den Zug da ein bisschen im Auge behalten. 10er 1,50. Lass mal den rechtzeitig freigeben. So, hier wieder umstellen. Jetzt kann ich das hier fertig bauen. Nice. Kann ich dann jetzt auch... da müsste ich das anders machen. Wenn ich dann hier so... Kann nicht machen. Einmal so. Ich wollte jetzt eigentlich noch so rüberfahren. Aber nicht genug Geld. Aber das wird sich bald ändern. So, du bitte einmal umdrehen. Ich kann es schon mal für hier freischalten. Also ich kann es auch machen, wenn gar kein Zug da ist. Damit es quasi wie schon mal vorbereitet ist. Wenn natürlich jetzt der Frachtzug kommt, wäre es natürlich scheiße. Man kann aber natürlich jetzt hier nachgucken. Da kommt erstmal ein Frachtzug. Erst später. So, jetzt haben wir wieder Geld, jetzt können wir das hier so machen. Und dann hätte ich nur Signal, aber dafür haben wir jetzt auch noch kein Geld. Der kann jetzt einmal durchfahren. So, den lassen wir jetzt gerade wieder umdrehen, da kommt der nächste Computer, das machen wir dann so und beigeben. Hier unten baue ich jetzt schon mal das Signal hin, und mein Autosignal, ne? 2000.
kann es nur bei Stellen machen, wo es wirklich gratis ist. Das ist aber dämlich. Sehr dämlich. Also ich fahre dann eins runter, dann wird es sich ausgehen. Sprich, wenn ich... ich würde sagen, wir machen das... Achso, scheiße. Das war jetzt Signal. Dum, 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 dum. Kann man dann hier so dann fahren. Okay. Jetzt habe ich das Signal natürlich nicht gebaut. Ich Eumel. So. Was ist jetzt da los? Einmal bitte nach da. Okay. Dieser Frachtauftrag geht von Riverdale nach Anacostia. Sprich, wenn hier mal kurz frei ist, kann man den hier so runtersausen lassen. Und der bleibt dann auch in Anacostia. Nochmal so ein Frachtpunkt. Lass mal die zwei erstmal fahren. Jetzt mal überlegen, hier kommt gleich ein Commuter an. Das heißt, na, macht es Sinn, wenn wir hier noch ein bisschen warten. Und dass wir den Commuter abwarten, kommt auch noch der Frachtzug, der da hinten. Hat man ein bisschen mal Slot haben, der groß genug ist, dass wir hier so runterfahren können, ohne dass wir hier die Regio-Verbindungen quasi nicht stören. So, da ist schon der nächste Computer. So. Naja, jetzt habe ich natürlich wieder nicht gewendet. Ich Eumel. Ei. So, du willst nach Riverdale 3. Ich gebe ich schon mal frei. Stell hier um. Achso, du wirst hier vielleicht noch reinfahren. Oh, oh, oh. So. Geh mal dann auch gerade wieder frei. Dich drehen wir dann gerade mal um. Mal warten, bis der Block frei ist, weil eben sonst kann ich hier nichts anklicken. Es dürfte sich jetzt aber gerade noch so ausgehen. Aber indessen können wir wegen Upgrades mal schauen. 8 Punkte haben wir. Autoblocks machen wir jetzt mal. Bei denen nämlich auch schon mal bauen. So. Der fährt jetzt mal bis dahin. Jetzt macht das halt wieder von oben. Hier hätten wir jetzt ein bisschen Luft. Der fährt jetzt aber los. Und der kommt um 10:50 ist der Halt, das sind 5 Minuten. Erst du los. 10:51. Ah, in 5 Minuten. Ja, ich, da warte mal einfach recht nur. Ah, das ist so knapp. So wie der abgefahren ist, holen wir uns den einen Frachtzug da runter. Du fährst jetzt zum... Ah, du fährst zum 1:50. Jetzt losfahren. Bis nach Riverdale Annie.
So, und jetzt nehmen wir den anderen Frachtauftrag an auf der Plattform 2. Dich tun wir schon mal drehen. Und den lassen wir dann jetzt dann gerade runterfahren. Der jetzt hier vorbeigefahren ist. Das könnte sich ausgehen. Ich will ja noch eine X-Weiche hier oben. Also so wie da unten. Ich würde sagen, das macht Sinn. Ja, jetzt muss er gleich mal kurz anhalten. So, und runter kann er fahren. Haarscharf nochmal da. So. Jetzt fährt auch der los. Gerade mal so hin. Hoffen wir, dass der andere Frachtzug, der 9520er, gerade rechtzeitig losfährt. Ansonsten hat der jetzt eine Verspätung. Bis 11 Uhr. Scheiße, das ist jetzt... das haben wir jetzt übersehen. Hätten wir jetzt noch einen Bahnsteig, den wir uns eigentlich immer kaufen könnten. Dann hätten wir jetzt umleiten können. So kriegen wir jetzt eine Strafe. Ja, ist halt so. Also. So, den schicken wir dann hin. Auf die Plattform 2. Der fährt jetzt unten gleich mal weg. Nice. Aber jetzt gleich sehen, wir kriegen eine Strafe. Und zwar. Es kann auch recht teuer werden. So, jetzt werden wir das mal hier da oben umbauen. Das Signal muss jetzt erstmal weg. Hier so reinfahren könnten. Theoretisch da nochmal rüber. Ja, und dann hätte ich gern ein Signal hier. Mehr kann ich mir eh nicht kaufen. Erstmal. Gut, du bleibst da bis 11.32 Uhr. Okay. Dann... Crystal City wäre noch ein Auftrag. Wo ist denn das? Da unten. Das wäre ein mega langer Weg. Und da macht es dann Sinn, dass wir das Schienen-Upgrade haben. Also nein. Freight, East Market nach Benning. Wo eine halbe Stunde stehen bleibt und dann wieder East Market. Eine Minute stehen bleibt. Das könnte man machen. Schieß mal ihn doch gerade mal rein. Erst dann schauen, ob sich das ausgeht. Dass der vorbeigefahren ist, noch bevor der raus will. So, 5 von 1 haben wir jetzt. Auto Reverse Train in Stations. Das machen wir jetzt gerade mal. Das ist nämlich sehr praktisch. Und müssen wir auf die Station sehen, sagen Auto Reverse. Das machen wir da auch mit Auto Accept. Sieht's, dass er da umdreht. Da oben auch. Wobei das Auto Reverse bei denen nicht funktioniert, weil es da quasi da über die Grenze geht noch weiter außen. Das ist kein Kopfbahnhof, so wie da. So, warten wir mal, bis der da runtergefahren ist. Auch gerade noch Ausgang. Einmal da und von da nach da. Da war schon 3. Ja, ist 3. Der fährt dann irgendwann nach oben. Das gerade mal so machen auf die Schnelle, weil sonst nichts unterwegs ist. Ja, es läuft ja richtig gut hier. Er möchte dann dahin.
Ach, jetzt macht er das wieder so. Nee, zuerst so und dann so. Und dann so bitte. Perfekt. Hier kommt als nächstes wieder ein Computer. Ich mach mal hier schon mal gleich so. Und so. Ja, ich freue mich schon, wenn wir ein bisschen ausgebaut haben. Dann wird's echt spannend. Vor allem, wenn danach noch so Intercities mit dazukommen. Dann ist hier was los. Jetzt muss ich gerade überlegen, der Frachtzug, wann fährt der ab? Punkt 12 Uhr. Gut, muss man einfach im Auge behalten, dass er um 12 abfährt. Okay, was haben wir denn sonst noch an Verträgen? Training, Rivetel, Evernach, Landover fahren. Das ist hier unten. Riverdale, Beginning und dann Landover. Das wäre ein Commuter Service. Ja. Increase Maximum Station Limit. Können wir das machen? Automation. Wo ist denn das drin? Up to 7 Stations. Okay. Wir dürfen also in der Demo nur leider maximal 7 Stationen haben. Jetzt haben wir 1, 2, 3, also 1, 2, 3, 4 und 5. 10, wenn wir hier da 4, 5, 6. Sieht vielleicht immer Roslyn oder Brentwood dann mit dazu. Mal gucken. Aber jetzt erstmal hier unten. Wenn wir jetzt mal sagen, ausbauen. Dann schauen wir mal. Ich will das auf alle Fälle gleich wieder zweigleisig haben. So. Sprich, wenn dann hier das zweite Gleis so reinkommt, dann fährt es hier so. Okay. Okay. Ja, natürlich kein Geld mehr. Der fährt jetzt so rüber. Der nächste. Gut, wir könnten eigentlich auch mal was von Gleis 4 wegfahren lassen, nach da unten. Sprich, du bist ja mit Landover. Machen wir das mal. Du kommst jetzt auf Gleis 4 an. Und dann stellen wir hier schon mal die Fahrstraße, dass du da nach unten fahren kannst. Ah, Moment mal. Der muss erst nach Beginning fahren. Das ist Quatsch. Wenn du zuerst nach Beginning fahren. Ja, da bräuchte man jetzt natürlich die zweite Plattform, ne? Jetzt haben wir ein Problem. Und ich kann natürlich die Testfahrt dann abbrechen lassen. Oder ist man hier gerade schneller? Kann den da jetzt auch erstmal da hochfahren lassen? Fahrstraße wäre mal für das gewählt. Na, jetzt kriegen wir hier einen Stau mit dem anderen Computer da. Das war jetzt nicht schlau. Ah, warte mal, jetzt hätte ich aber Geld für hier, für eine Plattform. Machen wir da Plattform 1. Ja. Ich gehe mal mit 4. Schauen wir, bauen wir das jetzt am blödesten. So rein geht leider noch nicht. Vielleicht kommt es irgendwann mal. Weil du hier wieder blockiert bist. Also eben, so kann ich nicht rein.
Oh Mann. Ah, shit. Shit, 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 shit. Gut, du musst aber trotzdem erstmal hier hin. Dann da rein. So, und der da hinten will jetzt auch schon wieder losfahren dann gleich. Jetzt gibt Stress. Komm vorweg da. Jetzt kriegen wir Verspätung. Oh. Ob das die Deutsche Bahn auch so macht? So, und du musst jetzt auch da unten. Also den Vertrag werden wir nicht annehmen. Zumindest so mit dem Timetable jetzt erstmal nicht. Jetzt staut sich hier alles. So. Geht natürlich alles nach hinten los jetzt. Und jetzt haben wir auch noch einen Frachtzug. Das ist ja prima. Das geht so nicht. Du musst erstmal hier hin und fährst dann dahin. Auf Plattform 3, du fährst jetzt da unten rein. Also den Auftrag werden wir nicht annehmen. Zumindest nicht so in dem Zeitmaß oder bis wir hier umbaut haben. So, und dann können wir dich schon mal fahren lassen. So, der Klein. Nee, den machen wir halt nicht. Nö, 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 nö. Schade, dass wir die Plattform jetzt noch nicht abändern können. So, der da hinten wartet jetzt natürlich auch. Da, Delay, minus 1200. Das ist super. Ey, shit. Ja, jetzt, wo alles hier so eng getaktet ist, ist das natürlich echt kacke. Ah, das kann ich eben nicht freigeben, bis der Block da nicht frei ist. So, und du bist ja natürlich auch wieder auf Plattform 3. Schon mal bis dahin, bitte. So. Du musst bitte hier hinfahren. Dankeschön. Gibt es den Auftrag jetzt nochmal? Ah, nein, wir haben jetzt nochmal einen Freight. Anna Costa. Von East Market aus. East Market kommen wir aber nicht noch Anna Costa runter. Zumindest so noch nicht. So können wir nicht runterfahren. Nö, das ist für den Arsch. Brentwood, Anna Costa, East Market, das haben wir eh noch nicht. Landover, Beginning, Landover. Also nur hier sowas. Das können wir machen. Aber dann werden wir hier das so erstmal verbinden. Hätte ich jetzt mal gesorgt. Okay, also das passt. Alt, falsches Fenster. Wenn aber Beginning, Riverdale Beginning, also da werde ich auf alle Fälle noch ein bisschen Service hier unten haben. Okay, liebe Leute, wir sind schon wieder bei der Zeit. Ich würde sagen, wir lassen es mal an den Zeitpunkt jetzt erstmal. Und sehen uns dann in der nächsten Episode und lasst euer Feedback da, vielleicht auch ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal.